uns heute hier vom Fährenhafen in Punta Venado. Für uns geht es heute zu unserem dritten Spot hier in Mexiko, und zwar auf die Insel Cozumel. Wir sitzen jetzt seit knappe 3 Stunden hier im Auto und warten jetzt aufs Boarding, und dann geht's los. So, wir haben endlich unsere Tickets. Das war jetzt was, aber finally geschafft. Aus den angeblichen 40 Minuten Überfahrt sind jetzt über 1,5 Stunden geworden, also hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Jetzt werden gerade die LKWs entladen und die PKWs kommen danach. Die Chrissy ist jetzt schon beim Auto unten in der Tiefgarage. Ich stehe hier schon vor der Fähre. Und jetzt warten wir mal, bis die Madame kommt und wir dann endlich ins Airbnb können. Soweit, endlich, wir haben es geschafft. Wir sind in unserem Airbnb angekommen. Jetzt gönnen wir uns zuerst mal ein Bier und dann schauen wir weiter, und wir hören uns dann morgen wieder. Der nächste Morgen wurde gleich mit einer Erkundungstour durch den umliegenden Stadtteil der Hauptstadt San Miguel gestartet. Die Promenade direkt am Meer ist wunderschön, ob bei einem Spaziergang, beim Radfahren oder Joggen. Man wird mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Hier seht ihr den Benito Juárez Park. Mit seinen Bauwerken im typisch mexikanisch-spanischen Stil lädt der Platz mit seinen vielen kleinen Restaurants und Cafés zum Verweilen ein. Herzlich willkommen hier aus unserem Airbnb auf der wunderschönen Insel Cozumel. Ich zeige euch jetzt mal unsere Bleibe für die nächsten Tage. Here we go! Unser kleines, feines Büro, Küche, großes Wohnzimmer. Und das Highlight von der ganzen Wohnung, das ist die Terrasse mit dem wunderschönen Ausblick. Badezimmer Nummer 1. Das Schlafzimmer, ein Badezimmer Nummer 2. Wir sind ja jetzt in der zweiten Reihe mit direktem Blick aufs Meer. Haben das Ganze jetzt für eine Woche gebucht. Die Nacht kostet hier 70 Euro, glaube ich, also knapp so 500 Euro für die Woche. Preislich total in Ordnung, wunderschön. Es ist ab und an vielleicht ein bisschen laut, da die Partymeile nur ein paar Minuten entfernt ist. Also wir haben auch in die City zu Fuß 2-3 Minuten. Es ist wirklich wunderschön. Also wenn ihr daherkommt nach Cozumel, empfehle ich euch die Lage wirklich vorne am Meer. Es zahlt sich wirklich aus. Ganz oben auf unserer To-Do-Liste stand ein Roadtrip um die Insel. Über lange Geraden, leere Straßen inmitten nahezu unberührten Mangrovenurwald. Im Süden angekommen, erwartet einen eine unglaublich schöne Aussicht auf das offene Meer. Parallel zur Hauptstraße verläuft auch ein breiter Rad- bzw. Gehweg, der sich rund um die gesamte Insel erstreckt. Von diesem Punkt an fährt man stets an der Küste entlang mit atemberaubender Aussicht auf das Meer und den andererseits unberührten Mangrovenurwäldern, die übrigens mehr als 2/3 Cozumels bedecken. Diese Seite der Insel für ein Picknick am Wasser und viele tolle Kamera- und Drohnenaufnahmen. Morgens und abends hat man hier übrigens die Umgebung quasi für sich alleine.
Am südlichsten Punkt der Insel befindet sich der Ecopark Punta Sur mit seinem Wahrzeichen, dem Faro Sellerein. Von dort oben hat man einen 360-Grad-Ausblick über den Ecopark mit seinen Lagunen und die unglaublich schöne Küste. Circa 10 Autominuten entfernt befindet sich der Strand El Ciel mit einigen Beachclubs. Von dort kann man auch bis 14 Uhr am Nachmittag geführte Bootstouren durch die Lagune von Punta Sur buchen. Bei der Bootsfahrt durch die Lagunen von Punta Sur hatten wir diesmal leider kein Glück und haben kein Krokodil vor die Linse bekommen. Anschließend haben wir noch den Strand erkundet und einen kleinen Snack genossen, bevor der Roadtrip weiterging. Am Rückweg bekamen wir noch nette Gesellschaft von zwei Waschbären. Auf unserem Weg Richtung Nordosten der Insel besuchten wir noch San Gervasio, die wohl bedeutendste Maya-Ruinenstätte von Cozumel. Ein Besuch ist am Vormittag bzw. am späten Nachmittag perfekt, da es ansonsten sehr heiß und auch das Gelände sehr weitläufig ist. Zum Schluss unseres Insel-Roadtrips sind wir zum nördlichsten Punkt der Insel, zur Laguna Ciega, gefahren. Es war eine sehr abenteuerliche Autofahrt zu einem sehr abgelegenen, ruhigen und kleinen Fischerhafen. Was wir nicht gewusst haben, von hier aus kann man mit dem Boot zur Isla de Pasión gebracht werden. Wir waren leider schon zu spät am Tag hier, um diese Tour noch zu unternehmen. Zum Abschluss unserer Zeit auf Cozumel haben wir einen der Beachclubs auf der Westküste besucht. In unserem Fall war es der Cabana Beach Club. Hier kann man seine eigene Cabana mieten und abseits der Massen einen ruhigen Tag am Strand genießen. Zudem hat man direkten Zugang zu einem Teil des zweitgrößten Barrier Reefs der Welt, welches sich vom Norden der Halbinsel Yucatan über die gesamte Südostküste Mexikos erstreckt. Wunderschöne Unterwasserwelten und wunderbar klares Wasser sind hier garantiert. Auch leckeres Essen und kühle Drinks werden hier geboten. Darum ist das Personal hier stets bemüht. Nach 7 Tagen voller Abenteuern verabschieden wir uns von diesem einzigartigen Ort. Wir würden jederzeit wiederkommen. Ein absolutes Highlight auf unserer Mexiko-Reise. Jetzt geht es mit der Fähre wieder zurück aufs Festland, um weiter die nächsten Abenteuer hier in Mexiko zu erleben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wie immer würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke, um kein Abenteuer mehr zu verpassen. In diesem Sinne alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video.